Also Toryl ist ein Portfolionetzwerk für Journalisten. Die Idee dahinter ist, dass Journalisten füreinander sichtbar werden sollen in ihrer Expertise und miteinander netzwerken können auf Basis von Kenntnissen, von Erfahrungen und nicht nur auf Basis von persönlicher Bekanntschaft. Was da passiert, ist, dass immer mehr Journalisten ihre Expertise, ihr Portfolio auf Toryl anlegen. Und dadurch entsteht ein semantisch organisierter Pool aus journalistischer Expertise, in dem finde ich die Leute, die ich brauche für meine aktuelle Recherche, für mein aktuelles Projekt. Und nicht unerfreulicher Nebeneffekt, meine Kunden können mich da auch finden und können dort auch eben spontan sehen, welche Kollegin oder welchen Kollegen es sich gerade lohnen könnte anzusprechen. Immer mehr, also das wird jetzt auch noch ein bisschen wenig genutzt, weil wir natürlich jetzt erst langsam in den Bereich kritische Masse kommen mit 2.500 Usern, dass Journalisten dort eben netzwerken können. Das heißt, sie können einfach nachgucken, welche Kolleginnen, welche Kollegen arbeiten zu meinen Themen. Denen können sie folgen, sie bekommen dann Magazine ausgeliefert mit deren Portfolio-Updates, eben ohne Social Media Rauschen, sondern wirklich eben nur deren originäre Kreativität. Sie können sich Themenmagazine anzeigen lassen, also frei wählen zu dem Thema, was gibt es da bei Toryl, können dann in diesen Magazinen noch vertiefen, also das als Recherchetool benutzen und wirklich für eine inhaltliche Netzwerkarbeit. Tatsächlich ist es so, dass wir haben natürlich am Anfang, so wie alle, dieses Henne-Ei-Problem gehabt. Ja? Also kritische Masse fängt halt erst irgendwo bei X an. Also wussten wir eigentlich gleich, dass wir brauchen etwas, was für den einzelnen Journalisten funktioniert, unabhängig vom zweiten und vom dritten. Und das ist einfach der digitale Auftritt, der leicht gemachte, leicht zu pflegende digitale Auftritt an relevanter Stelle. Und das schätzen auch sehr viele. Also wir wissen von sehr vielen Journalisten, die ihre Webseiten aufgegeben haben, beziehungsweise per Blog, per Feed ihre Blogs und Webseiten dort auch einbinden. Das geht bei Toryl, also dass automatisch die Contents einfach zieht. Und dann kommen jetzt seit 3-4 Monaten kommen die echten Erfolgsgeschichten. Das sind bitte noch nicht irgendwie so, oh, die Süddeutsche Zeitung hat mich angerufen und mich als Politikredakteur eingestellt. Ja. Das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber es gab zum Beispiel jetzt ein neues Männermagazin Manuel, die haben dort Autoren gesucht und gefunden. Es gibt immer wieder Corporate Broadcaster, die dort Autoren suchen und finden. Wir kriegen immer mehr von freien Journalisten einfach die Rückmeldung, dass es nicht mehr ungewöhnlich ist, auf Basis des Toryl-Portfolios Anfragen zu bekommen. Ich finde eigentlich, dass Journalisten müssen genau dasselbe können wie vor 30 Jahren, in erster Linie. Ja. Also ich bin kein Journalist, ich bin begeisterter Journalismus-User und ich will von einem Journalisten genau dasselbe, was ich vor 30 Jahren von ihm wollte. Ich will, dass der loyal ist, dass der breit interessiert ist, dass der gut gebildet ist, der soll neugierig sein, der soll gute Geschichten erzählen können, der soll Finger in Wunden legen, Steine umdrehen. Also ich habe sehr, sehr hohe Ansprüche an einen guten Journalisten, den ich gerne konsumieren möchte. Ja. Journalismus ist keine x-beliebige Ware und es geht jetzt nicht plötzlich einfach nur darum, die in einen neuen Markt zu transferieren, sondern erstmal bleibt es eine Lebensentscheidung, glaube ich, Journalist sein zu wollen. Da steckt ja eben was anderes dahinter, als jetzt der reine Wille zum Geld verdienen. Sonst würden die Leute keine Journalisten werden. Irgendwo treffen sie diese Entscheidung, dass ihnen etwas anderes auf Platz 1 ihrer Prioritäten liegt. Und das, denke ich, müssen wir weiter respektieren und das müssen auch die, die es machen, weiter respektieren, dass das notwendig ist. Ja. Also ich finde natürlich, es lohnt sich unbedingt, Journalist zu werden. Ich bin froh um jeden, der das aus eben inhaltlicher Motiviertheit tut. Ich glaube, Journalismus ist nicht an sich in der Krise, jedenfalls noch nicht. Ja. Also wir haben die Protagonisten, die das können und machen wollen. Wir haben den Rohstoff. Wir haben eigentlich immer bessere Werkzeuge, die uns das Internet gibt. Wir haben auch die Konsumenten und die sind auch nicht jetzt schon ganz plötzlich ganz wenig oder ganz doof geworden. Eigentlich gibt es keine Journalismuskrise, sondern eine Journalismusvertriebskrise. Ja. Es ist einfach, es hat noch keiner die Antwort gegeben auf diese Frage, wie kann ich in Zukunft journalistische Kreativität so bündeln, dass daraus ein vermarktbares Produkt wird, von dem alle Beteiligten leben können. Ja. Dieser Markt wird immer mehr so wie das Internet selber. Der wird halt sehr horizontal und sehr spontan und sehr dynamisch sein. Ja. Und da gilt es,
glaube ich, einfach nicht nur jetzt für den Einzelnen ein toller Unternehmer zu sein und eben alle digitalen Skills drauf zu haben, sondern es gilt, ganz viel darüber nachzudenken, wie auch die neuen journalistischen Kollektive oder neue Verlagsmodelle aussehen können. Torrial ist kostenfrei und soll kostenfrei bleiben, genauso wie es auch transparent ist. Wir sind davon überzeugt, dass wenn sich das sehr, sehr gut entwickelt, ist das eigentlich nur wünschenswert, wenn es nicht an irgendwelche privatwirtschaftlichen Interessen gebunden ist. Denn es würde dann ja in irgendeiner Form systemrelevant sein. Es kann also nicht im Interesse der Sache sein, dass da dann wieder einer die Hebel in der Hand hat oder Druck ausüben kann oder auswählen kann, da wieder die Neutralität gefährden würde. Torrial ist ein Projekt der August-Schwingenstein-Stiftung, ist gemeinnützig finanziert und dabei soll es auch bleiben. Wir müssen eben glücklicherweise mit Torrial kein Geld verdienen. Ja, also Torrial wächst relativ langsam. Ja. Wir haben jetzt momentan so ein Wachstum von 4 bis 5 neuen Usern am Tag erreicht. Damit sind wir gar nicht wahnsinnig unzufrieden, weil wir machen jetzt auch nicht irgendwie teuer Werbung oder sowas, außer dass ich immer auf irgendwelche Veranstaltungen flitze und auf vielen Podien sitze und mit vielen Leuten rede, machen wir eigentlich nichts. Und das Niveau ist auch gut, was sich bei Torrial tummelt oder ansammelt. Trotzdem hätten wir es natürlich gerne schneller. Stellt sich die Frage, warum ist es nicht schneller? Und das ist sozusagen aus unserer Sicht der Hauptgrund einfach, dass wir als Online-Anwendung einfach einerseits in einem schwierigen Markt agieren, der zur Oberflächlichkeit neigt. Ich habe nicht die Antwort parat auf, wo könnt ihr morgen eure Arbeit verkaufen. Ja? Ich habe auch nicht irgendwie Jobs im Angebot. Ja? Das wird uns auch teilweise vorgeworfen. Und trotzdem sind wir mittlerweile sehr selbstbewusst und sagen Journalisten und Journalistinnen, hey, wenn ihr Zeit habt für Twitter und für Facebook und für LinkedIn, dann ist es sehr, sehr naheliegend, dass ihr euch unbedingt auch Zeit nehmen solltet für Torrial, weil das ist für euch und ihr könnt dort wirklich an eurer Marke arbeiten, an eurer thematischen. Und das wird in Zukunft eine Rolle spielen, davon sind wir überzeugt. Wir müssen einfach relativ viel Geduld haben.